was ist unser Lieblingsort in, oder mein Lieblingsort in Münster? Eigentlich meine Terrasse. Da kann ich toll entspannen und ja, das ist schön schattig. Das ist mein Lieblingsort in Münster. Ja. Der Aasee natürlich. Es ist schön, Wasser ist immer wichtig, nette Leute, kann was trinken. Und ihr? Ich schließe mich da an. Ja. Also ich finde es ganz nett da. Bisschen spazieren gehen im Wasser. Die Altstadt, weil sie mit wahnsinnig viel Erinnerung verbunden ist. Wenn ich an die Cavete denke, dann denke ich an gute Musik. Ein Laden, wo man Nächte verbracht hat, gequatscht hat. Das ist die Altstadt. Gutes Bier, gute Leute. Aasee ist ja schön da und was noch? Gevenberg, wo ich wohne. Ruhiger Gegenstand und so. Ja. Einen bestimmten Lieblingsort habe ich gar nicht. Ich würde sagen Aasee und Hafen. Warum? Bei gutem Wetter am Aasee ist doch Grillen klasse. Und am Hafen, Kanal würde ich sagen, ich weiß nicht, die Kneipen da, Hafenviertel allgemein. Ja. Der persönliche Lieblingsort in Münster ist für mich der Haverkamp. Warum? Ist eine Alternative, ein bisschen andere Art, wo man feiern gehen kann und so, wo auch immer ganz nette Leute sind. Und ja, Haverkamp, so wie das alles so ein bisschen zerstört und kaputt aussieht, ist gerade geil. Und deswegen ist das so einer meiner Lieblingsmünsteraner Orte. Mein persönlicher Lieblingsort in Münster ist, glaube ich, der Aasee, weil der einfach so schön mit dem Wasser ist und ja, da einfach so viele Leute immer sind und das so viel. Also das finde ich eigentlich am schönsten in Münster. Ja, das ist hier die gute Stube hier da hinten, Prinzipalmarkt. Das ist der Lieblingsort. Und warum? Erstmal ist das von der Architektur sehr schön, von dem ganzen Stadtbild, von den Geschäften, von den Menschen, die da sind. Das ist ein sehr schöner Eindruck da, rundum.